Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal ein nicht ganz so erfreuliches Thema, wie ich es erhofft hatte. Deswegen das Video auch außer der Reihe heute. Und zwar wisst ihr ja, dass am Freitag meine neue Kollektion online kommt. Peso Project Worldwide. Ich freue mich unnormal auf den Release und ich wollte jetzt noch ein, zwei oder auch drei Sachen loswerden. Es kommt wie immer, also letzten Samstag kam ja der Trailer zur Kollektion online, dann am darauffolgenden Mittwoch vor der Kollektion, also dieser Mittwoch, kommt das Video online, wo ich jedes Teil einmal vorstelle, was zum Sizing sage etc. Die Preise kommen übrigens im Laufe der Woche, also ein bis zwei Tage vor Release in der Peso Story online, also folgt Peso auf jeden Fall auf Instagram. Ich muss übrigens natürlich Werbung einblenden, weil ich hier ja offiziell Werbung für meine Kollektion bzw. meine Marke mache, also wundert euch nicht, dabei ist das hier eher leider ein Statement. Und zwar erstmal, bevor es zu diesem hauptsächlichen Problem mit der Kollektion kommt, sage ich euch ganz kurz was zu meinem Gedanken von der Kollektion. Und zwar hat so eine Handvoll Leute auf Instagram so kommentiert, also die Kollektion finde ich ein bisschen langweilig. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wenn er das so sieht. Ich persönlich finde das nicht so. Es gibt natürlich in der Modewelt Leute, die, wenn die Geld für etwas ausgeben, auch wollen, dass man das fett und plakativ sieht. Die vorherige Kollektion, also die Chaos Theory mit dem fetten Schmetterling hier vorne drauf und so, die war natürlich etwas plakativer. Ich mag beides, wie ihr mich kennt. Ich trage gerne schwarze Hoodies, die relativ unauffällig sind, Washed Hoodies. Ich trage aber auch gerne halt zum Beispiel das T-Shirt mit dem Butterfly Print oder Vintage T-Shirts oder so. Also ich bin da so relativ breit gefächert und ich design meine Kollektion immer so, wie ich das gerade im Moment feiere. Und im Moment mag ich sehr gerne Sachen, die nicht so plakativ sind, wie man jetzt hier... Nein, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte jetzt nicht die Winterkollektion ähnlich wie die Herbstkollektion machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache diesmal eine relativ schlichte Kollektion, wo der Hauptaugenmerk auf simplen, geilen Designs liegt und vor allem heftiger Quali. Das ist die Kollektion, die bisher die krasseste Qualität hat, weil wir haben unsere komplette Produktion umgeswitcht auf eine neue Produktion, die halt für uns leider teurer ist. Wir bleiben mit den meisten Teilen, auch wenn alles, also jedes Teil ist teurer geworden für uns in der Produktion und wir bleiben aber mit den meisten Sachen mit dem Preis gleich. Also die T-Shirts werden jetzt nicht 55 Euro kosten, sondern die bleiben jetzt erstmal bei 50 Euro, wie es halt auch vorher in den Kollektionen war. Es kann aber sein, dass die Hoodies im Vergleich zu den Hoodies, die letztes Jahr rauskommen oder so, um 5 bis 10 Euro steigen, was meiner Meinung nach ein fairer Preis ist. Warum das so ist, werde ich euch jetzt sagen. Die Hoodies sind für uns in der Produktion um 12 Euro gestiegen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich wirtschaftlich dann nicht das Schlauste, die Hoodies nur um 5 bis 10 Euro zu erhöhen, sondern andere Marken würden dann die Hoodies um 30 Euro erhöhen oder so, also den Preis der Hoodies. Und ich labere jetzt auch keinen Bullshit oder so. Ihr findet in diesem Preissegment nicht einen Hoodie bei irgendeiner anderen renommierten Marke, der ansatzweise so eine Quali hat. Wir haben geisteskrank dicken Stoff, wir haben eine neue krasse Produktion, die nochmal viel genauer arbeitet etc. Und ich sage euch, wie es ist, die nächstgünstigeren Hoodies, die im selben Qualitätsbereich sind, in derselben Grammatur etc., weil wir wirklich sehr dicken Stoff genommen haben, sind Represent Hoodies. Represent verkauft ihre Hoodies für 260 Euro und das ist tatsächlich, ich sage euch, wie es ist, noch ein günstiger Preis für diese Qualität. Balenciaga verkauft ihre Hoodies für 800 Euro. Die sind viel dünner, die sind wahrscheinlich genauso gut verarbeitet, aber Balenciaga ist es halt einfach nicht wichtig, so dicke Hoodies rauszubringen, weil man mit dünneren Hoodies mehr verdient. So, Balenciaga verkauft ihre Hoodies für 800 Euro und der Stoff ist nicht so dick wie unserer. Das kann ich euch sagen, wie es ist. Das kann ich mir jetzt auch nicht ausdenken oder lügen, weil jeder, der einen Hoodie von Balenciaga hat, ich habe einen, und jeder, der einen Hoodie von Peso hat aus seiner neuen Kollektion, der sich den kaufen wird, der wird sehen, okay, krass, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und damit will ich jetzt nicht sagen, boah, Peso ist besser als Balenciaga oder so. Nein, es sind einfach unterschiedliche Sachen wichtig für die Marken. Und mir ist es einfach wichtig, weil ich jetzt gerade, wenn ich die aufstrebendste Streetwear-Brand in Deutschland habe, dass ich halt noch krasser mit Qualität überzeuge etc. Und ich werde jetzt nach der Kollektion sehen, wie sowas ankommt. Wenn ihr sagt, ey, so und so viel Euro ist mir für einen Hoodie zu teuer, dann habe ich lieber einen dünneren Hoodie und zahle ein bisschen weniger, dann werde ich das vielleicht in den nächsten Kollektionen beherzigen. Aber ich wollte es auf jeden Fall einmal testen, wie sowas bei euch ankommt, wenn ihr wirklich schwere Hoodies habt, die jetzt für den Winter halt unnormal nice sind und einen heftigen Fit haben etc. Das war so die erste Sache, die ich ansprechen wollte. By the way, die T-Shirts bleiben gleich teuer, sie haben aber einen schwereren Stoff und die sind sogar noch gepeached. Das heißt, dass die so eine weiche gekämmt, ich glaube, die kämmen das oder bürsten das so ein bisschen, den Stoff, dass das so eine wirklich weiche Oberfläche hat, das ist wirklich unnormal krass. Kommen wir dann jetzt zu dem Problem, was ich ansprechen wollte. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, die neue Produktion, da war alles wirklich viel professioneller, der Showroom war viel nicer, moderner, größer, die Produktion war professioneller und größer, weil wir brauchen das auch. Wir sind so krass am Wachsen gerade, wir brauchen eine neue Produktion, die halt die Mengen, die wir im Moment jetzt abnehmen müssen, handeln können. Das konnte unsere andere Produktion nicht.
Ja, leider gibt es bei der jetzigen Produktion auch ein Problem. Alles kommt pünktlich, alles ist perfekt genäht und so, bis auf eine Sache. Ich bin jetzt vorgestern oder vorvorgestern, wache ich so morgens auf, gucke auf mein Handy und ihr wisst ja, die Produktion mache ich zusammen mit dem Lolo von LFDY, der mich halt in dem Produktionspart und dem Versandpart unterstützt. So, schreibt mir so, Bro, wir haben schlechte Nachrichten bekommen und zwar haben wir eine E-Mail aus der Produktion bekommen. Die haben uns gesagt, die Hoodies können erst am 21.11. versendet werden. Release ist am Freitag, am 8.11. Das heißt, wir können die Hoodies bei uns erst ein bisschen später als 2 Wochen nach Release versenden. Und sowas geht halt einfach nicht klar. Das haben wir der Produktion auch klipp und klar gesagt. Die haben gesagt, die wollten mit der Produktion loslegen, haben festgestellt, die haben einen falschen Stoff geliefert bekommen von ihrem Produzenten. Und wir hätten jetzt sagen können, okay, dann lass einfach einen dünneren Stoff nehmen, den die jetzt halt da hatten. Aber ich habe gesagt, nein, so. Wir haben auf den Stoff bestanden. Ich möchte auch, dass wir die Hoodies so releasen. Im Endeffekt müssen wir jetzt also 2 Wochen länger auf die Hoodies warten. Und ich wollte einfach so fair sein, euch das zu sagen und nicht einfach dann so für alle Leute, die diese Hoodies bestellt haben, weil es schon eine große Menge ist an Hoodies, die wir diesmal haben. Alle Leute dann sich wundern, warum wurde meine Bestellung 2 Wochen, nachdem ich bestellt habe, noch nicht mal versendet. Darüber wollte ich euch halt einfach informieren. Das sind geisteskranke Hoodies, die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Auch wenn die teurer sind als die Hoodies, die wir bisher released haben, sind das in dem Segment, in dem Qualitätssegment, in der Dicke und so, wie ich eben schon gesagt habe, die günstigsten. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Es kann sein, bestimmt gibt es irgendwelche Undercover-Marken oder so, die auch so dicke Hoodies haben, die vielleicht weniger als 80 kosten oder so. Das kann auch sein. Aber ihr wisst ja, auf was ich hinaus will, was ich damit sagen möchte. Und mir war das halt einfach wichtig, diese Hoodies zu releasen. Und ich wollte einfach, dass ihr Bescheid wisst, dass wenn ihr euch ein Hoodie bestellt, ihr werdet 100% happy sein damit. Wenn nicht, ihr dürft ihn natürlich selbstverständlich zurücksenden. Ihr werdet happy mit diesem Hoodie sein. Das ist eine unfassbar stimmige und nice Kollektion geworden in meinen Augen. Nur leider müssen die Leute, die sich ein Hoodie bestellen, einfach nur damit ihr schon mal wisst, 2 bis 3 Wochen warten. Der Rest kann ganz normal. Freitag ist Release. Darauf in der folgenden Woche, Montag bis Freitag, gehen alle Pakete raus. Halt leider bis auf die Hoodies. Ich wollte euch nur darüber informieren und so ein bisschen, ja, so meine Sicht zur Kollektion sagen. Also wenn Leute sagen, ey, die Kollektion, die ist mir nicht plakativ genug oder so, ich hätte gerne, dass Peso irgendwo größer draufsteht, dann müssen die auf die nächste oder übernächste Kollektion warten. Wir haben ja, wie gesagt, einen Hoodie, auch wo hinten so ein fetter Backprint drauf ist. Für mich eine unfassbar nice Kollektion und auch die Trackpants, die sind so krass geworden, die haben so einen nicen Stoff, wirklich, also ich bin sehr, sehr happy. Und ja, das war nur die Info zur Kollektion. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig aufklären. Am Mittwoch dann das Video, wo ich alles zu den Sizings sage und jedes Teil nochmal einzeln vorstelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Peace.